Einen schönen guten Abend. Heute steht wieder ein echtes How-To auf der Liste, und zwar in Bezug auf die Frage, wie ich die kleinen Vorschaufilme für Twitter und Instagram produziere. Hintergrund sind sowohl technisch interessierte Fragen als auch solche wie, in welcher Küche wird denn das aufgezeichnet oder wie bekommt man denn einen digitalen Film auf so einen alten orangefarbenen Philips-Fernseher. Das Ganze veranlasst mich dazu, zu zeigen, wie ich das Ganze tue, denn so viel Arbeit ist es nicht und man braucht tatsächlich wenige Vorkenntnisse und Erfahrungen mit digitaler Bildbearbeitung und Videoschnitt, um so etwas zu realisieren. Ich würde Ihnen ganz gern drei Tools zeigen, mit denen ich arbeite in diesem Kontext. Das ist einmal Manicam, das sehen Sie jetzt hier schon, das ist ein Programm, um eine virtuelle Kamera zu erzeugen. Und man kann es noch für einiges anderes mehr nutzen, wie zum Beispiel Streaming oder Streaming zu YouTube zum Beispiel, das ziemlich reibungslos funktioniert. Und man kann eben mit verschiedenen Schnitten arbeiten. Das Zweite, was ich Ihnen zeigen möchte, ist die Bildbearbeitung mit Photoshop, die Sie brauchen, um eine Grafik entsprechend vorzubereiten, so wie hier eine Layer-Grafik. Ich stelle Ihnen das mal ganz kurz auf die integrierte Webcam um, sodass Sie sehen, wie das funktioniert. Also das heißt, Sie brauchen ein Image, das an einer Stelle teiltransparent ist, sodass Sie jetzt zum Beispiel den Eindruck haben, hier wäre ein Fernsehbild aufgeschaltet. Dann können Sie natürlich unterschiedliche Fernsehbilder dafür verwenden, zum Beispiel auch dieses. Und ich muss jetzt hier die integrierte Webcam benutzen, weil meine normale Webcam verwendet wird, um das Bild hier zu streamen, also diese den Begleitkommentar. Und das ist das erste Tool, was ich einsetze, Ihnen jetzt aber hier einmal zeige und das dann dabei gut sein lasse. Das zweite ist die Arbeit mit Photoshop und das dritte ist die Arbeit mit dem Videoschnittprogramm PowerDirector und dem Wave Editor. Beide sind im Bundle zu bekommen. Ich weiß, es gibt Alternativen, Adobe Premiere und das kostenfrei verfügbare OpenShot. Beide benutze ich nicht, denn ich habe mich über Jahre an PowerDirector gewöhnt und werde davon jetzt auch nicht mehr weggehen. Gut, aber gehen wir als allererstes mal in Photoshop. Was brauchen wir, um so ein Bild zu erzeugen? Das allererste, was wir brauchen, ist ein Bild von einem Fernseher. Ich habe Ihnen hier mal diese Stockfotografie gezeigt. Das, was Sie dann hier mit einem solchen Stockfoto machen müssen, ist, dass Sie den Bildschirm freistellen müssen. Das soll mir jetzt mal reichen. Hier als allererstes, man könnte das jetzt noch präziser machen und dann schneiden Sie diese Auswahl aus. Und dann sehen Sie schon, der Fernseh-Eindruck ist zwar immer noch da, aber dann machen Sie diese Ebene, diesen Fernsehbildschirm, das Panel, machen Sie die Röhre, in dem Fall machen Sie halb transparent. Ich gehe jetzt mal hier auf den Wert 40. So sehen Sie den transparenten Hintergrund hindurch, nur um jetzt zu prüfen, wie viel Sie von dem Bild tatsächlich sehen. Füge ich jetzt mal hier hinter, anstelle des Hintergrunds, diesen Klassenraum ein. Und Sie sehen schon, das ist etwas matter, aber Sie sehen auch, dass die Reflexion des Bildschirms erhalten bleiben. Und dadurch entsteht der Eindruck, man schaut direkt auf ein Fernsehbild. Wenn Sie das Ganze gemacht haben, speichern Sie das Ganze als PNG, als Portable Network Graphic ab. Denn da können Sie Transparenzen zulassen und laden es ganz einfach als Image in zum Beispiel Manicam. Ja, das heißt, Sie sehen hier Zoom TV2, das PNG, das ist genauso eine Grafik, die so erzeugt ist. Auch diese Grafik ist genau auf diese Art und Weise realisiert worden. Damit sind wir eigentlich schon durch. Ein großes Thema bei Manicam ist, dass ich nicht im Format 9:16 aufzeichnen kann. Das ist tatsächlich aber das Format, das ich für die sozialen Netzwerke brauche. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt mit dem Tool PowerDirector an. Vorbereitet habe ich folgende Dinge. Ich habe hier eine Probeaufnahme und schon einzelne Layer angefertigt, denn mit denen müssen Sie arbeiten. Und die Grafik, mit denen ich in den sozialen Netzwerken arbeite, das ziehe ich mal ein bisschen auf, damit man mit meinem Bild es nicht verdeckt. Sehen Sie hier, das heißt, es ist eine Küche, relativ traditionell, und Sie sehen in der Mitte den sehr schön orangefarbenen Philips-Fernseher. Das Besondere an diesem Setting ist, dass Sie nicht nur sehen, dass hier ein Bildschirm transparent gemacht werden muss, sondern auch Teile der Arbeitsfläche, um den Eindruck einer Spiegelung zu erzeugen, sodass das Ganze täuschend echt wirkt. Wahrscheinlich sind diejenigen, die das Ganze dann sehen, wissen überhaupt nicht, woher der
die Echtheit oder der echte Eindruck kommt. Tatsächlich ist aber niemand auf der oder sind weniger auf die Idee gekommen, tatsächlich zu sagen, das ist konstruiert, sondern ich erhielt tatsächlich Fragen wie ist es möglich, so einen Anschluss zu machen. Andere werden es wissen, die sich mit Bildbearbeitung auskennen. Das ist eine relativ einfache Möglichkeit. So, also das heißt, wir haben zunächst einmal diese Grafik mit zwei unterschiedlich transparenten Bereichen. Dann haben wir hier ein TV-Rauschen, das haben Sie vorhin schon gesehen im Manicam, das habe ich von dort gecaptured. Und jetzt habe ich hier eine Aufnahme vorbereitet, die ich jetzt einbetten möchte. Schönen guten Abend. Heute steht wieder ein echtes How-To auf der Liste. Genau, da sind wir gerade und dieses Video würde ich jetzt ganz gern in diese Küche transferieren. Und zwar bette ich das dazu hier auf dieser Spur ein. Und zwar würde ich ganz gern alle Tracks verschieben, passe das von der Größe her an. Ziehe das hier auf diesen in der Mitte auf den Screen, so dass ich auch gut sichtbar bin. Ich schaue mal schnell, so können wir es eigentlich lassen. So, wunderbar. Und das Ganze muss ich jetzt natürlich, und das ist der Effekt, und dafür brauche ich ein Videoschnitt-Tool, an dieser Stelle einfügen. Und zwar nicht exakt auf dieser Stelle, sondern exakt auf dieser Stelle. Und das Ganze gehört gefälligst umgedreht. Das heißt, vertikal gespiegelt. Jetzt mal ein bisschen hoch. Jetzt ziehe ich den Vordergrund, also das heißt, den Bereich, den man tatsächlich als allererstes sieht, nach vorn. Die ganz eifrigen, das mache ich eigentlich ganz gern, um den Eindruck des sich anschaltenden Fernseher ist noch zu verstärken, können hier noch einen Übergang hinmachen. Das hat so den Transistoreffekt des Warmlaufens. Ist auch damals bei Philips schon nicht mehr so gewesen, aber der Eindruck ist eigentlich ganz hübsch und deswegen setze ich es ganz gern ein. Jetzt lasse ich es einmal laufen. Sie sehen das Rauschen, das Durchlaufen der Streifen hier. Schönen guten Abend. Heute steht wieder ein echtes How-To auf der Liste. Achten Sie hier unten auf die Reflexionen, die jetzt sichtbar werden und auch auf die Reflexionen auf dem Fernseher, die erhalten bleiben. Am Schluss die durchlaufenden Streifen. Für dieses Video. Und ich würde heute sehr gerne zeigen, wie ich die Vorschaufilme für Twitter und Instagram produziere. Und zwar sowohl die Videovorschau als auch und der damit gelieferte Wave-Editor. Jetzt ist das Ganze aus, jetzt lassen Sie es durchproduzieren. Hier noch einmal in PowerDirect habe ich die Möglichkeit, in 9:16 direkt aufzuzeichnen. Und Sie sehen, es ist eigentlich nicht viel Aufwand. Ich würde Ihnen jetzt ganz gerne zum Schluss noch zeigen, wie man mit einem Preset tatsächlich die Vorlage für das Radio macht, die ich einsetze. Ich würde das Ganze jetzt nicht speichern wollen. Sie sehen, die Vorlage für das Radio ist faktisch identisch. Es gibt eine entscheidende Ausnahme, die ich mir hier geleistet habe. Dazu aber gleich ziehe nochmal dasselbe File hier hinein. Das heißt, das, was wir schon gerade jetzt eben verwendet haben. Entscheidend ist, dass Sie auch hier mit einem Mehrebenen-Layer arbeiten und zwei Grafiken für das Radio. Sie sehen, hier ist das Radio aus, hier ist das Radio an. Was habe ich hier gemacht? Ich habe den Frequenzring des Radios freigestellt, habe Farbe und Helligkeit ein wenig angehoben und einen Schein nach außen gesetzt, sodass der Eindruck entsteht, durch das Anschalten leuchtet dieser Ring. Nur marginal, aber er leuchtet und erhält die dunkle Umgebung um das Radio herum mit, um diesen Ring mit. Das sieht man hier und so entsteht der Eindruck, da schaltet sich etwas an. Vollkommen gleich, ob das Original das auch das so gemacht hat, ist es nicht sehr wahrscheinlich, aber so entsteht der Effekt eines anspringenden Radios. Das nächste ist der Power-Button hier unten an dieser Stelle oder die Power-LED, das heißt, die leuchtet rot und der Eindruck entsteht dadurch, dass dieser Button selbst dreidimensional ausgeleuchtet wird, also mit dem 3D-Effekt und aber auch wiederum mit dem Schein nach außen, das heißt, die Umgebung des Radios beleuchtet. Ich schalte nochmal ganz kurz die Grafik um. So und so. So sieht man das eigentlich ganz gut. Und da hier am Originalradio natürlich keine Power-LED war, sondern ein Lautstärkeregler, Volume, der höchstwahrscheinlich symmetrisch zu diesem Frequenzbandregler war,
musste ich hier noch den Schriftzug Volume entfernen. Und so entsteht aber der Eindruck eines an- und ausgehenden Radios. Die Illusion wird dadurch perfekt, dass ich noch ein An- und Ausschaltgeräusch hinzugefügt habe. Das sehen Sie hier auf der separaten Spur, Switch on, Switch off. Und das Ganze klingt dann so. Ja, also sehr einfach, aber sehr effektiv in der Darstellung. Und das, was ich jetzt mache, ist, dass ich diese, dass ich hier eine Spur einziehe und ich würde gern das Ganze zum Einpassen trimmen, damit es jetzt nicht übergroß wird. Und ich spiele das Ganze jetzt nochmal vor. Schönen guten Abend. Heute steht es wieder. So, also irrelevant, was ich da jetzt sage, sondern einfach, es geht jetzt nur um den Effekt, die Radiostimme vorzuspielen. Und dafür brauche ich die Audiospurbearbeitung im WAV-Editor. Und die öffne ich jetzt mal schnell. Ja, nicht erschrecken, das dauert ein bisschen, bis es anspringt. Hier haben wir jetzt die Spur im WAV-Editor. Schönen guten Abend, heute steht es wieder. Ja, und ich würde jetzt hier einfach einen Effekt einschalten, nämlich das Radio. Schönen guten Abend, heute steht es wieder. Schönen guten Abend, heute steht es wieder. Schönen guten Abend, heute steht es wieder. Das Ultima-Radio ist nicht. Schönen guten Abend, heute steht es wieder. Da werden wir getriggert. Und das Ganze bearbeiten wir, speichern es ab und haben damit faktisch unseren Radioklang. Ich zeige es Ihnen ganz einfach. Schönen guten Abend, heute steht es wieder. Und das ist es dann im Wesentlichen. Schönen guten Abend. Und so entsteht der Effekt eines tatsächlich einer Aufnahme, die ich benutze, um Podcasts anzukündigen. So, das soll es gewesen sein. Also das heißt, ein echtes How-To, wie produziere ich kleine Vorschaufilme für Videos und Podcasts mit den Tools Manycam, Photoshop und PowerDirector inklusive dem WAV-Editor. Für diejenigen von Ihnen und euch, die das Ganze nachmachen wollen, das würde mich freuen. Bin gespannt auf das, was ich dann sehe in den sozialen Netzwerken. Und für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ganz herzlich, Ihr und Euer Alexander Lasch.